Grüß dich. So, du möchtest uns heute ein bisschen was über Olaplex erzählen und wie das Ganze überhaupt zustande gekommen ist, weil ich das finde ich total spannend, weil im Internet kriegt man ja nicht wirklich viel Infos darüber. Ja, also im Internet kriegt man insofern über die ganzen US-Halbkanäle, genau. Die dann leider auch nicht so ausschlussreich sind. Halt. Und da wird sehr viel Werbung um Olaplex 2 gemacht, aber was ist genau Olaplex? Das ist mal die Frage. Viele denken, das wäre ein Pflegemittel. Genau, das habe ich auch gedacht. Ist es nicht. Olaplex ist ein Aufbaumittel, was die Sulfidbrücken, das heißt die Schwefeldoppelbrücken im Harz wieder zusammen herstellt. Weil die gehen nämlich bei jeder Färbung, bei jeder mechanischen Schädigung kaputt. Also im Alltäglichen zum Beispiel falsch kämmen oder mit Hitze behandeln, zerstören wir diese Brücken. Und Olaplex ist das Mittel, was wirklich hauptsächlich diese Brücken wieder herstellen kann. Früher haben wir zum Beispiel mit der Dauerwelle diese Brücken gezielt gebrochen, mit der Dauerwellenmittel zum Beispiel, und dann zum Schluss mit der Fixierung sie wieder hergestellt im umgeformten Zustand. Ja. Aber das kann man ja bei der Farbe schlecht machen. Dauerwellenmittel, Farbe und funktioniert auch nicht. Und Olaplex ist durch Zufall entstanden, weil man gedacht hat, okay, bei der Dauerwellenmittel eine schonende Variante, Krebsforschung, weil viele Dauermittel, man gemerkt hat, auf Dauer dann wirklich mal krebsfördernd waren. Ach, tatsächlich, okay. Viele. Also früher zum Beispiel waren da auch Mittel drin, die mittlerweile ausgenommen wurden, vor Jahrzehnten, aber trotzdem Ersatzmittel drin sind. Und da hat man gesagt, eine bessere Alternative, eine bleibendere Alternative muss her. Und dabei hat man gemerkt, Olaplex baut nicht nur bei der Dauerwelle die Brücken zusammen, sondern auch zum Beispiel, wenn man sie mit Wasser anwendet, als Rebuild Treatment, okay. Oder in die Farbe mit reinmischt, als Konzentrat. Und da werden zum Beispiel, das funktioniert nämlich auf eine paradoxe Art und Weise. Farbe bricht die Brücken, Olaplex macht sie wieder zusammen. Okay. Das Ding ist dann, wenn man dann färbt, hat man dann, sagen wir mal, statt 100% der Brücken 30% gebrochen. Ah, okay. Aber andererseits, wo keine Farbe bei der Strähnung zum Beispiel Kontakt war, wurden dann voll aufgebaut. Also hat man dabei auch einen Aufbaueffekt. Ah, ja, macht Sinn, ja. Genau. Bei einer kompletten zum Beispiel Färbung ist es eher eine Schutzfunktion und ein leichter Aufbaueffekt, hat man auch gemerkt. Und wenn man will, kann man zum Beispiel, bevor man färben lässt, so eine konzentrierte Rebuild-Treatment machen, also einen Aufbau. Ja. Und dann darauf die Farbe machen, dann hat man nämlich den Vorteil, die Haare sind aufgebaut und dann geht man nochmal mit Olaplex, also geschützt auf aufgebaute Haare, statt geschwächte Haare mit Schutz, aufgebaute Haare mit Schutz. Okay. Hat man einen wunderbaren Effekt. Macht man dann, wenn man das jetzt erstmal aufgebaut hat, dann kann man ja, also ihr macht das ja in einem Schritt sozusagen, ihr baut erst auf und dann macht ihr die Farbe drüber. Macht ihr in die Farbe nochmal Olaplex rein? Auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Weil Rebuild ist ja wie gesagt zum Aufbauen und mit der Farbe, wenn wir danach einfach nur losfärben würden, würden wir ja wieder einiges zerstören. Richtig. Also machen wir wieder Olaplex rein, dass wir das Aufgebaute nicht nochmal zerstören, sondern okay. Aufgebaut lassen. Genau, das hätte ich mir, okay. Mhm. Und auf jeden Fall ist auch das Coole dabei, dass man die Nummer 3 mitnehmen kann und die Haare immer weiter aufbauen kann. Das hätte ich jetzt nämlich auch gefragt, weil man sieht ja oft, dass man bei Amazon die Pflege 3 kaufen kann, aber logischerweise vor 3 kommt nur 1 und 2 und viele vergessen das, dass es eben auch ein Treatment ist, was man vorher schon anwenden sollte, wäre zumindest vorteilhaft wahrscheinlich. Vorteilhafter und es würde mehr bringen. Okay. Also man hat dann mehr Aufbau. Und die Nummer 3 ist dann wirklich eine gute Sache, weil man dann einfach mal, okay, man hatte zwar die eine Anwendung im Salon gehabt, aber die Haare werden ja trotzdem beansprucht. Ne? Richtig, ja. Und einmal die Woche, genau, kann man die Haare dann wunderbar damit aufbauen. Ach so, einmal die Woche sollte man das? Einmal die Woche sollte man es dann machen. Aber man sollte nie vergessen, Olaplex ist keine Pflege. Pflege sollte man trotzdem weiterhin machen. Also ein Conditioner oder Maske Haarkur, Maske, Conditioner, die sollten trotzdem noch beibehalten werden. Okay. Weil Olaplex baut von innen auf. Das andere schützt einfach. Okay, was ist der Unterschied zu einer Keratinbehandlung? Weil das hatte ich mich damals gefragt, als ich das erste Mal von Olaplex gehört habe. Ich dachte, das wäre das eine und dasselbe, aber es ist ja anscheinend nicht so. Nein, wenn wir von Keratinbehandlungen sprechen, dann sprechen wir eigentlich von Versiegelungen und Beschichtungen, die im Äußeren des Haarschichtes, also auf dem Schuppenschicht passieren. Okay. Aber wir dringen ja richtig unter den Schuppenschicht, also das heißt in den Faserschicht der Haare. Wo Faserschicht müssen wir uns so vorstellen, das ist wie im Gitterform aufgebaut. Also ein Kabelbund, quergeschnitten, sieht man viele andere Kabel drin. Richtig. Und das ist der Faserschicht. Also diese kleine Dings wären in dem Faserschicht drin. Ja. Und das nennt man Fibrillen.
Und diese Disulfidbrücken, Schwefelbrücken, sitzen in diesen Fibrillen. Ah. Und wenn die Fibrillen stabilisiert werden, werden die glatter, haben die keine Beulen mehr, können so den Schuppenschicht auch nicht mehr unregelmäßig aussehen lassen. Ah. Also wenn man das Ganze unter dem Mikroskop betrachten würde, würde der Schuppenschicht viel glatter und viel gerader und viel stabiler aussehen. Das Bild habe ich, glaube ich, online gesehen, dass dann eben am Anfang so wie so ein Zacken in den Haaren drin war und nachher war es eben glatt und aufgefüllt. Genau, aber das ist nur der Bild des halt Schuppenschichtes. Von der Faserschicht ist es dann ein bisschen schwieriger, ein Bild zu präsentieren, ja, weil das dann wirklich in die elektromikroskopische Ebene geht. Okay. Ja. Gut. Das wäre also die Hauptfunktion von Olaplex. Super. Und welche Anwendungsmöglichkeiten gibt es? Also vor der Behandlung, wenn ein Kunde wahrscheinlich kommt, die stark blondiert ist und das ist unten alles kaputt, dann macht ihr das sozusagen vorher und währenddessen. Und währenddessen. Ich mache das für mich persönlich so, dass ich dann sage, wir machen erstmal Rebuild, aufbauen, dann gebe ich die Nummer 3 mit nach Hause bei sehr geschädigten Haaren. Dann kann diese Person sogar ein, zwei Wochen lang weiter aufbauen, die Haare. Ja. Und dann nach diesen ein, zwei Wochen kann man dann umso besser an die Haare rangehen. Okay. Allerdings gehört auch dazu wirklich mal ein bisschen auch Fachkenntnis und man muss schon sich mit Färben auskennen. Okay. Also Olaplex erledigt vor allem nicht die Farbarbeit, sondern die muss man schon beherrschen. Okay. Es ist ein sehr guter Hilfsmittel, was schon als Wundermittel gepriesen wird, aber wenn man es gut anwendet, ist es ein Wundermittel. Ja. Aber wenn man es nicht anwenden kann, kann man damit auch sehr viel Schaden anrichten. Deswegen sagen wir, die 1 und 2 gibt es nur im Salon und nicht für zu Hause. Genau, weil das habe ich jetzt gesehen, das gibt es nämlich jetzt auch schon bei Amazon, dass man 1, 2 und 3 kaufen kann. Aber wenn man es nicht beherrscht, sollte man es wahrscheinlich auch nicht anwenden. Nee, weil du musst ja einschätzen können, in welchem Zustand sind die Haare. Kann ich überhaupt färben? Und wenn man es nicht färben kann schon, dann hilft auch Olaplex auch nicht. Damit sollte man erstmal aufbauen, solange man nicht färben kann, sollte man es ruhen lassen. Und dann erst färben. Okay. Ist man auf der sicheren Seite, für beide Seiten. Ja gut, das ist natürlich der bessere Weg. Weil das ist das Hauptproblem zurzeit halt, ne? Weil es gibt leider Vorfälle, was wir auch viel im Salon erleben konnten, hatten schon Olaplex-Behandlungen gehabt und wir wundern uns, die Haare sehen einfach sehr schlimm aus. Okay. Und dann fragt man sich, war da wirklich Olaplex im Spiel oder totale falsche Anwendung? Ich tippe mal auf totale falsche Anwendung, ich will jetzt niemandem was unterstellen. Ja, natürlich nicht. Ja. Aber ich tippe mal auf falsche halt Dings hier. Anwendung. Und da finde ich es viel, viel schade, dass es im Internet zum Beispiel nichts darüber gibt. Ja. Wenn wir zum Beispiel Olaplex geliefert bekommen, bekommen wir ja eine Bedienungsanleitung. Diese Bedienungsanleitung ist eine Richtlinie. Aber jeder muss diese Richtlinie mal okay, vor Augen behalten, auch selber mal ein bisschen auch mitdenken und umdenken. Das ist die Richtlinie, wie weit kann ich gehen? Ja. Und durch halt wirklich mal ein bisschen Wagnis oder anhand von Extensions, wie ich es mache, Experimenten, kann man auch die Grenzen halt rausfinden. Okay, das ist natürlich ein super Tipp, dass man erstmal an den Extensions übt. Genau. Gerade wenn man eben Neuling ist, was Olaplex angeht, sollte man da ja nichts riskieren am Kunden wahrscheinlich. Ja, oder ein Kunden lässt sich einen Zopf abschneiden, noch besser. Weil Extensions sind ja in der Regel auch ein bisschen schon beschichtet. Halt dann, ne? Und wenn man so einen Zopf hat, wo es unbehandelt ist, ist es perfekt. Also da kann man zum Beispiel erstmal tot blondieren und dann die 3 guter, anwenden. Guter Tipp. Genau. Ja. Und dann mal ausprobieren. Okay, cool. Ja. Ich denke, dann haben wir ja erstmal alle Infos, die so wichtig waren, dass wir eben Olaplex mal vorstellen konnten für euch. Ja. Und ich bin gerade bei Schritt 2 übrigens. Und wir sind fast fertig. Also noch 5 Minuten, dann können wir... Perfekt, dann sehen wir nachher das Endergebnis. Ja, bis später.
Teile schon gesehen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch gewesen. Wie gesagt, dass ich das in zwei Teile geteilt habe. Hier seht ihr das fertige Ergebnis. Ich habe mit Absicht jetzt nicht meine Lichter aufgebaut, weil ich wollte, dass ihr das natürliche Licht seht, was jetzt gerade draußen ist, wie meine Haare jetzt sind. Und ich liebe sie. Sie sind wirklich so schön geschnitten. Vor allem, ich bin fast noch mehr begeistert vom Schnitt als von der Farbe und allem. Das liegt aber daran, dass ich finde, dass ich jetzt meine Haare nicht stylen muss, weil sie genauso fallen, wie sie fallen sollen. Farblich bin ich auch total zufrieden. Ich habe jetzt hier vorne ein bisschen dunkler, hinten ist alles schön hell geblieben, hier unten auch. Und das aber das Wichtigste ist, und das wollte ich euch unbedingt noch sagen, die Behandlung ist echt grandios. Ich hatte noch nie in meinem Leben so weiche, geschmeidige Babyhaare wieder, wie ich sie wahrscheinlich als Baby hatte. Ich vermute, ich hatte solche Haare als Baby. Und das Ganze hat natürlich eine ganze Weile gedauert. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Und ihr habt ja auch von ihm gerade gehört, dass es eben zwei Anwendungen gibt, beziehungsweise mehrere Anwendungen gibt, wie man Olaplex benutzen kann. Ich habe natürlich mir jetzt hier komplett meine Haare umstylen lassen. Ich hoffe, ihr könnt das auch richtig gut erkennen. Auf jeden Fall im Vorher-Nachher habt ihr es bestimmt gesehen, dass er da sich einiges getan hat. Aber, ja. Kennt ihr das, wenn ihr euch 100-mal durch die Haare so fahren müsst, weil ihr gerade so begeistert seid und sich das so schön anfühlt? Ja, ich habe ja auch Olaplex 3 mit nach Hause genommen und habe das jetzt auch gestern einwirken lassen und ich glaube 5-6 Stunden einwirken lassen. Das wirkt ja nur so lange in den Haaren, bis solange die Haare nass sind. Wenn sie trocken werden, hört das auf zu wirken und es passiert auch nichts, wenn man es länger drin lassen würde. Also hätte ich jetzt gesagt, okay, ich lasse es über die Nacht drin, wäre auch gar kein Problem gewesen. Aber ich hatte eben gestern noch Besuch von meiner Mutter und da wollte ich jetzt nicht die ganze Zeit mit pitschnassen Haaren sitzen. Deswegen habe ich das gestern nach 5 Stunden wieder ausgewaschen. Und ich hoffe, ihr könnt das sehen, die glänzen so, so gut. Man würde nicht meinen, dass ich meine Haare blondiert habe. Wir haben ja noch mal eine Blondierung auf meine bereits blondierten Haare gegeben und man merkt nichts. Ihr habt ja auch im Video im ersten Teil gesehen, dass er meine Haare so gezogen hat und da ist nichts abgebrochen. Wir hatten nichts im Kamm. Ich habe auch das Gefühl, dass meine Haare sich jetzt voller anfühlen und nicht mehr so schnell brechen, weil mein Sohn ist zum Beispiel so, dass er eben so gerne in meinen Haaren hier den hier macht, was ja eigentlich Gift für die Haare ist. Und deswegen habe ich mir auch gesagt, ich werde diese Olaplex-Behandlung alle 2-3 Monate auch mitmachen, wenn ich eh schon meine Haare färbe, weil ich noch nie so ein schönes Ergebnis hatte, vom Gefühl alleine schon. Und dieser Glanz, es sieht einfach aus, als ob ich die gesündesten Haare überhaupt hätte. Also ich kann es euch nur empfehlen, die Preisspanne liegt natürlich bei meiner Haarlänge jetzt von 45 bis 75 Euro. Ich kann euch jetzt nicht sagen, was der Friseur bei euch in der Region dafür verlangen wird, aber 45 Euro ist schon ein normaler, angemessener Preis. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze jetzt ein bisschen was gebracht. Ihr habt ein bisschen Infos bekommen über Olaplex. Alle Infos zu dem Friseur, wo ich war und auch zu Vorher-Nachher-Bildern, werde ich euch natürlich unten verlinken. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag, eine schöne Adventszeit noch und bald ist Weihnachten. Vergesst das nicht. Muah.